Hi guys, I want to change a bit on my YouTube channel, so on my videos. So at the moment, you know that I translate every conversation in my onboards from German to English, but in the future I will stop it because I don't have time for it. I have a main job, I have a private life. At the weekends I always at the Nürburgring and produce more videos, so I don't have a lot of free time because of the videos, and that's why I want to change it. It's a lot of stress for me because I always think, oh no, now I talk in this onboard on German, but I want to show the onboard because it's a nice lab or whatever, but I don't find the time to translate it. So yeah, but the compromise is all videos I will do, I talk in English, but the onboards, that's too many time for me to translate it. Hope you enjoyed also when you just see the drawing and don't understand the full conversation. But maybe you can use the YouTube translate function. When it's not too loud inside the car, the translation is very good. So yeah, have a nice day and enjoy the video.
Warum? Weil die Schrott sind. Ja, wir testen sie mal. Wir sind sonst die Cup 2 gefahren, aber der Wagen frisst die regelrecht. Du musst die Nankang CRS mal testen. Die wären top für dein Auto. Ja, die probieren wir als nächstes. Also das Fenster hier, wo lang die funktionieren, das ist halt sehr klein bei den AR1. Ne? Mhm. Das fängt jetzt so schon an abzubauen, merkst du schon wieder. Ja, die CRS oder was ich noch besser finde, Yokohama A052, die funktionieren die ganze Zeit. Ob heiß, ob kalt. Die A052 sogar noch mehr. Da brauchst du auch nicht wirklich warm fahren. Für ein bisschen Spaß ist das okay. Ja. Nur für Angriff ist das nichts. Nur für einen Angriff ist das nichts. Jetzt habe ich sie angemacht, weil die Reifen halt am Überfahren sind. So, jetzt ist er aus. Jetzt ist er aus. Mhm. Deswegen habe ich sie angemacht. Aber ist auch kein Problem. Also die Cup 2 haben schneller abgebaut auf dem Ding hier. Ernsthaft? Ja. Ich bin mal gespannt, wie du die CRS findest. Wenn du die getestet hast, schreib mir mal. Ja. Da ist alles kein Vergleich zum Vollslick, ne? Aber die CRS, die kommen da schon schlechteren Slicks dran. Genauso wie die A052. Also so ein Hankook-Slick kann man damit fast auf die gleiche Stufe stellen. Aber das sind jetzt auch nicht so gute Slicks. Links ist am Ende.
Augen. Aber cool, vielen Dank für die Runde. Mega geiles Auto. M2 bzw. allgemein die ganze Zweier-Serie, die F-Zweier-Serie, ja. Liebe ich ja. Deswegen habe ich auch den M240 geholt. Meine Mutter hat einen M2 F87. Ja, aber der ist für hier, wird schon fast für sein. Hier ist es nix. Ist er ja, zu schwer und zu viel Leistung. Ich bin ja jetzt nur in leichten Autos mitgefahren. Ja. Da funktioniert die Strecke super. Aber hier merkst du richtig, dass das Gewicht für die Strecke eigentlich schon zu viel ist. Wir haben ja noch einen Nismo GTR und einen GT3 Porsche. Mhm. Der wäre zu schade für die hier zu verheizen. Ne? Ja, ja. Nee, aber mega Auto. Und auch mega Ausbau. Hier von innen, das sieht so geil aus. Gerade mit den Sitzen. Da vorne links, ne? Der ist am Kämpfen. Ist so sehr rechtslastig, die Strecke, ne? Mhm. Aber man kann fast alles überholen hier. Also geht schon, ne? Nur auf Dauer nicht. Das stimmt. Also überholen geht wirklich fast alles. Der Radical, ja, der wäre schneller. Ja. Aber. Gut, der fährt auch voll ist nichts, ne? Ja, ja. Das Ding ist eh geisteskrank. Bei dem bin ich ja eben auch mitgefahren. Mega. Ja, das macht schon Spaß. Aber bis jetzt am geilsten fand ich den E30 M3, in dem ich jetzt eben mitgefahren bin. Der von Tobi. Von Tobi, ne? Ja. Boah, das Ding ist ja wild. Den bin ich letztes Jahr auch mal hier gefahren. Ja, der ist so sensibel auf der Achse, aber das macht ja Spaß, ne? Ich fahre ja gerne so, wenn die Karren anfangen, unstabil zu werden. Genau deswegen habe ich die Runde auch eben so gefeiert. Ja. Weil gefühlt jede Kurve immer einmal quer und er muss das Ding fangen und muss so richtig noch am Lenkrad kämpfen. Ja, ja. Das liebe ich ja. Ja, das ist doch Arbeit. Wir haben auch noch einen E30. Ja? Ja, aber Kabel, aber der geht auch gut. Da haben wir einen Goldmotor drin. Mega. Der ist. Ja, der sieht schon schick aus, aber der sieht nicht so aus, als wenn er so schnell wäre, wie er ist. Ah, ich glaube, eine machen wir noch. Wie du willst. Du hast ja gar keine Kamera hier im Auto, gell? Nee, heute nicht. Normal haben wir hier ein Race-Navigator. Ah, okay. Ich habe schon so viele Runden da drauf, das ist irgendwie schon uninteressant. Hm. Nee, ich lasse die allgemein auch, wenn mal Fails oder so sind oder Unfälle, lasse ich die mal mitlaufen. Ja. Ich wünschte, die Rennen fahren da mal immer eins am Laufen. Gleich auf den Polo gespannt von TB Motorsport. Ja, der macht auch Spaß. So, auch so eine kleine Rennsemmel.
jetzt, wo ich bei euch allen gemerkt habe, dass bei euch in den Kurven auch sehr viel Pickup auf den Reifen ist und die dadurch vibrieren, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es doch wirklich meine Antriebswellen sind. Es ist zwar so urplötzlich gekommen, aber ich glaube, das sollte man mal gleich checken. Nicht, dass es wirklich einfach nur Pickup ja, war. Ist, also sag mal so, ich bin schon mit dem Rennwagen in eine Box gefahren, weil ich dachte, wer war da Margen, es war auch kein Pickup.